Samstag, 10. Juni 2023. Die Red Bull X-Alps Vorbereitungswoche mit dem Prolog am Donnerstag und dem Start am morgigen Sonntag ist in vollem Gange. Und zum allerersten Mal findet in Kitzbühel die Hike, Smile and Fly Rally statt. Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 6 Nationen sind am Start. Sogar ein Koreaner haben wir mit dabei. Und die werden sich da heute vom Schulpark in Kitzbühel hinauf auf den Hahnenkamm quälen. Sie dürfen aber auch die Bahn nehmen, das ist das Interessante bei diesem Format. Dann geht's fliegerisch hinein in Richtung Auracher Hochwildalm. Dort gibt es ein paar Sonderprüfungen zu absolvieren. Hinauf auf den Gebra und dann wieder zurück in Richtung Hahnenkamm, bevor wir dann bei uns hier im Schulpark den Zielschluss erleben werden. Der Dank gilt nicht nur allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Bergrettung und allen Freiwilligen, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beitragen. Nein, natürlich auch all unseren Partnern, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung undenkbar wäre. Ich habe heute die Ehre gehabt, auf der Hochwildalm den Athleten zuzuschauen, wie sie dort oben top gelandet sind und dann den Parcours gemacht haben, den Quiz beantwortet haben, dann auf dem Weg zum Gebra. War unglaublich, die Stimmung. Die Athleten haben wirklich viel geleistet, auch die Athletinnen, war ganz beeindruckend. Und ich freue mich schon sehr, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können, auch losgelöst vom Red Bull X-Alps. Die Red Bull X-Alps sind ja eine weltweit international bekannte Veranstaltung und wir haben uns gedacht, dass wir nicht nur diese Veranstaltung haben, was eine große Freude und Auszeichnung ist für uns, sondern dass wir auch nachhaltige touristische Angebote entwickeln und dieses Hike, Smile and Fly Festival ist das, was wir die nächsten Jahre veranstalten möchten. Also wenn die X-Alps nicht stattfinden, die sind ja alle 2 Jahre, dann haben wir zumindest dieses Festival. Und das soll eigentlich das nachhaltige touristische Angebot in unserer Region sein. Mit dem neuen Startplatz am Horn ist es ein Angebot, das wir auch die nächsten Jahre entsprechend ausbauen werden. Hike, Smile and Fly Festival, it's an amazing race. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Es war ein richtig cool organisierter Tag. Am schönsten war eigentlich der Flug zur Auracher Hochwildalm und das Toplanden dort. Weil da waren die Bedingungen noch super und ja, hat super funktioniert. Und dann auch der Weg zum Gipfel hoch war auch schön, wenn auch anstrengend, aber ja, hat Spaß gemacht. Ein Wochenende ganz im Zeichen des Flugsports ist geschlagen. Die Hike, Smile und Fly Rally und das Red Bull X-Alps sind wieder Geschichte, sind abgezogen. Beim X-Alps sind sie am Weg nach Wagrain, hinaus an den Chiemsee, dann weiter Richtung Mont Blanc. Und in etwa 10 Tagen werden sie dann in Zell am See sein. Und aus Hike, Smile and Fly Festival Sicht sagen die Kitzbüheler Hang and Paraglider Hut ab. Chapeau, es war uns ein Fest. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Somit freuen wir uns schon wieder auf die nächsten Editionen. Hike, Smile and Fly Rally hoffentlich im nächsten Jahr und die Red Bull X-Alps, die sollen 2025 wieder Station in Kitzbühel machen. Wir sagen danke fürs Dabeisein und pfiat euch.